Herzlich willkommen zu einem schnellen Expertengespräch bei Agra heute. Gestern hat die Agritechnica in Hannover ihre Pforten geöffnet und unsere Kollegen von der Technik sind alle vor Ort. Bei mir ist jetzt Caroline Nuscheler. Caro, du bist nicht nur Ressortleiterin für Technik bei Agra heute, sondern auch auf der Messe. Was ist denn dein bisheriges Highlight? Ja, im Juli nach der internationalen Pressekonferenz von Kuhn habe ich noch gefragt, who the f is Karl? Und heute endlich weiß ich's. Der französische Hersteller hat in der Früh sein erstes autonomes Trägerfahrzeug für die Feldarbeit vorgestellt. Und ja, Karl ist Fahrzeug und Fahrer in einem. In Halle 12 gibt es den Prototypen mit angehängter Kreiselegge zu sehen. Die Maschine hat auch schon 200 Arbeitsstunden absolviert und laut Kuhn wohl auch ganz gut performt. Bis zur Markteinführung werden aber mit Sicherheit nur 5 oder 6 Jahre vergehen. Ambitioniertes Projekt. Was kann Karl denn bereits heute? Ja, Karl kann laut Hersteller komplett selbstständig arbeiten, auch wechselnde Bedingungen erkennen und Korrekturen anpassen. Bisher wurde aber vor allem im Bereich Bodenbearbeitung eingesetzt und als nächstes soll Karl auch Pflanzenschutz lernen. Dazu will Kuhn dann eng mit Landwirten zusammenarbeiten und hier auf echten Betrieben mit echten Praktikern zusammenarbeiten und Karl weiterentwickeln. Es handelt sich also bisher um einen Prototypen, aber der hat ein klares Ziel, heißt heute von Seiten des Herstellers. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was da noch draus wird. Und mein persönliches Highlight heute heißt Karl. Super spannend. Vielen Dank und noch viel Spaß auf der Messe. Gerne. Dankeschön.